Ja, scheiße, ich weiß echt noch nicht so, wie ich das hier machen soll mit den komischen Typen, weil im Prinzip, also sind nur in Anführungszeichen nur 5 Stück, aber die haben halt so gute Skills, vor allen Dingen hier die beiden Church und Sezu, glaube ich. Der hat hier ein Präzisionsgewehr, der hat einen Fernkampfskill von 12 und ein Präzisionsgewehr, das ist schon echt ouch. Und er hier mit dem Sturmgewehr hat. Ah, okay, er ist im Fernkampf aber nicht so gut, muss ich sagen. Und da ist das überschaubar. Pentok, naja gut, der hat Granaten, da müssen wir mal gucken. Ansonsten, ich glaube, Dixon ist der ungefährlichste von allen. In Anführungszeichen, der hat nur eine Keule. Naja, wir müssen es einfach mal testen, es nützt ja alles nichts. Und ich würde mal sagen, Arcades holt vielleicht auch mal irgendwie noch eine Fernkampfwaffe. So, ihr kommt mal hier hin. Lena vielleicht hier oben. Naja, ist blöd an der ganzen Stelle vorne ist. Wir haben hier vorne halt keine Verteidigung mehr. Vielleicht mal hier unten noch schnell einen hinstellen. Arcades vielleicht auch noch hier runter. Ja, das Blöde ist halt, Jack im Nahkampf ist okay, aber das Problem ist halt, das Schild hält auch, halt auch nicht ewig, ne? So. Ja, das ist halt natürlich jetzt so, wir müssen den auf jeden Fall bekämpfen und gucken, dass wir den irgendwie erledigt kriegen. Große Reichweite, was ist denn die Reichweite hier? B, mal gerade, weiß ich nicht, 1 Meter oder so. Okay, sehr schön. Beschießen. Wer fehlt denn hier noch? Hier fehlt noch einer. Niki, Lena, Jack. Ach, hier unten. Arcades kommt noch. So, Freunde. Hier müssen wir ein bisschen was machen. Oh, Jack, lenk das Feuer auf dich. Mein Gott, nein, 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 weg hier. Freunde, so wird es aber nix, ne? Die haben ein Schwein angegriffen. Wo gibt's denn sowas immer, Freunde? Komm, hau den kaputt. Oh nein, hier haben es gesprengt, das Schwein. Na gut, es hat sich heldenhaft geopfert. Was hat ihr für ein Leiden? Dem geht es leider viel zu gut. Jack. Oh, linke Niere zerstört. Oh mein Gott. Na, das Problem ist halt echt. Okay. Ich gehe ja schon. So, müssen wir mal gucken. Hier oben haben wir immer noch 3 Stück rumrennen. Einer ist betäubt, mehr oder weniger, also liegt am Boden. Church. Den können wir vielleicht mal so abknallen. Lena hat, glaube ich, auch schon wieder. Nein, Lena ist nicht verletzt, aber Niki blutet schon wieder. Naja, ich glaube, hat echt kein leichtes Leben hier. Okay, Nummer 3 liegt. Die Frage ist natürlich jetzt, warum rennen die noch nicht weg? Normalerweise rennen die da mal relativ zügig weg hier. Wie sieht's hier unten aus? Bishop, der ist auch schon verletzt, alles klar. Alter, echt so. Wie haben wir noch? Wir haben jetzt noch 2 rumliegen. Also der hier ist quasi aktuell betäubt. Das wäre schon mal gar nicht so verkehrt. Der hat jetzt zwar nicht so gute Skills. Das Gute allerdings ist bei dem, der kann recht gut schießen. Das wäre schon mal, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oder generell kann er gut kämpfen. Der Rest ist so, lala. Naja. Im Prinzip ist er wirklich als Jäger brauchbar. Und das war es dann auch schon. Aber ich glaube, noch irgendwie einen Kämpfer zu haben, wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oh, guck mal hier, Nahkampf angreifen, einmal ran da, ein Feind. Oh mein Gott, hallo. Okay, sehr schön. Der flieht. Das wollen wir natürlich nicht zulassen.
Die hat nämlich noch das Sturmgewehr. Das hätte ich gerne. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung er flieht. Komm, du gehst mal hier oben rum. Und gehst mal... Na, ich glaube hier durch, direkt. Okay. Beschießen. Komm, wir ballern mal drauf. Mal gucken, ob wir den noch irgendwie erlegt kriegen. Ansonsten, ihr könnt schon mal hier nach oben rennen. Ah, Jack, komm, komm, den schaffen wir. Den schaffen wir. Los, hopp. Los, 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 lauf. Ah, verdammt, hat's den Jack noch erwischt. Ich hoffe nicht zu schwer. Linke Niere zerstört. Autsch, 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 autsch. Mann, aber Halleluja, wir leben noch. Ja, wir haben natürlich jetzt keine Gefängniszellen. Jo. Wie war es am blödsten? Dann können wir vielleicht die hier drüben mal umdisponieren. Jack ist am Arsch. Nicky ist am Bluten, Lena ist am Bluten, alle verletzt hier. Wie geht's denn Lena eigentlich? Ja, zumindest nicht am Verbluten. So, Lena, komm mal mit. Wir müssen mal Jack retten. Sonst würde es nix. Ihr könnt mal weitermachen. Na, ich glaube, Jack hat echt mal gerade mal so ein bisschen Probleme. In Anführungszeichen. Wie geht's ihm hier? Der wird auf jeden Fall nicht mehr lange leben. 6 Stunden, okay. Dann müssen wir das mal ein bisschen umdisponieren hier. Ich habe echt gerade so keine Betten am Start. Gibt es überhaupt jemanden, der Betten gerade umbauen kann? Mal kurz schauen. Neu installieren bei... Hast du nicht gesehen? Hier vielleicht. Neu installieren bei... Hier. So, warte mal. Kann irgendjemand das in Angriff nehmen? Kein Bauhandwerker. Niki ist am Arsch. Petra. Kein Bauhandwerker. Haben wir denn überhaupt jemanden, der noch Handwerk kann? Arbeiten. Handwerk. Beziehungsweise Bauhandwerk. Bauen. Da haben wir Niki und Lena. Okay, Niki müsste mal ran. Er nutzt alles nichts, Niki. Da musst du jetzt durch. Der geht zwar auch nicht so blendend, aber besser als nichts. Okay, Moment, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, der hier, warte mal, wie geht's ihm denn hier? Der lebt noch, gerade so. Tod in 6,5 Stunden, okay, das ist nicht so wirklich brauchbar. Und der hier, tot in 6,1 Stunden, oh je. Na, könnte durchaus sein, dass sie einfach verbluten gleich. Ich werde einfach mal gucken, der hier, was haben wir denn bei dem hier an Skills? Der ist tatsächlich ein guter Kämpfer. Und was haben wir denn bei ihm, bei Church? Konstruktion, das wäre auch gar nicht so schlecht. Gruselige Atmung, ja. Luke, ich bin ein Vater, sage ich da nur. Ach, herrlich. Geistige Arbeit, feuerlöschen, sozialkünstlerisch. Will er alles nicht machen. Aber Medizin wäre auch gar nicht so schlecht. Nahkampf ist auch super. Und Konstruktion, das wäre, glaube ich, so das, was wir noch am ehesten mit brauchen. Und den als Kämpfer. Ich hätte gern beide, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber beide könnte ein bisschen schwierig werden. Fangen. Naja, das dachte ich mir schon. Moment. Petra, dann machen wir hier ein Gefangenenbett draus. Oh, Moment. Church. Fangen. Gefangenenbett. Machen wir hier noch draus. Petra schläft gerade, das können wir schon mal gleich vergessen. Ah, wegen der blöden Wurminfektion. Mann, ey, das ist echt nicht zum Aushalten. So, Church und den da. Ja, der Nachteil ist natürlich, wir müssen auf jeden Fall dann auch gleich zusehen, dass wir... Na, Niki geht wahrscheinlich auch gleich pennen. Befürchte ich. So, schon mal ausziehen. Beziehungsweise, Moment, wir können ihn einfach mal fangen. Na,
Dann müssen wir die natürlich noch schleunigst behandeln, sonst wird es nichts. Körper. Ah, Mann. Lena, du musst mal jetzt unbedingt hier so ein bisschen Trägermela Parker. Die Frage ist natürlich, wie können wir den jetzt so hier verarzten? Ach so, Moment. Das war ja hier. Ach nee, Moment, habe ich schon eingestellt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie zum Henker können wir aufsehen? Verwalten, pflegen. Petra könnte das rein theoretisch, aber die Frage ist, wie kriege ich denn den geheilt? Ja, hallo? Mal ausziehen. Ich glaube, ich bin echt gerade so blöd, den hier irgendwie. Ah, jetzt priorisiere, behandeln. Ich muss ihn also vorher ausziehen, oder was? Das ist für eine Logik. Na, Petra, du musst mal ganz kurz hier den behandeln, sonst wird es nämlich nichts. Ah, schön, alles voll gekotzt hier, ey. Das ist schon wieder eine Siedlung hier. Alles voll geblutet, alles voll gekotzt. Ach, herrlich, Mann. Da freut sich doch das Siedlerherz hier. Sturmgewehr. Check, können wir laufen? Sehr schön. Ja, der ist leider auch noch nicht verhandelt. Kochenmedizin, Arcades könnte rein theoretisch mal hier vielleicht die oben behandeln. Ja, das ist hier gerade aktuell gar nicht so einfach, denn irgendwie sind alle angeschlagen, alle müssen behandelt werden, die Gefangenen müssen versorgt werden. Ah, alles voll geblutet. So, ich hoffe mal, die schlimmsten Wunden werden gleich versorgt. Tod in 4,4 Stunden. Ich weiß natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das hier Auswirkungen hat, dass das langsamer geht dann. Normalerweise müsste das schon funktionieren. So, komm. Er hat auf jeden Fall Feuer gekriegt von seinen eigenen Leuten, das ist schon mal ganz gut. 4,8 Stunden, okay, also es geht langsam wieder hoch. So, komm, wir gucken mal. Ja, okay, das ist schon mal ganz brauchbar. Der hier in 3,3 wird schwer verarztet jetzt gerade. Ich hoffe, wir machen gleich zuerst die schwierigsten Verletzungen. Also quasi die Kopfwunde hat am meisten oder generell am meisten Blutverlust. 3,1 Stunden, na, ist noch nicht so dolle. 2,9 müsste rein theoretisch reichen, hoffe ich. 3,5, okay. Okay, der ist schon mal genug verarztet und der müsste jetzt gleich auch hier entsprechend gut versorgt sein. Okay, es gibt ja auch sehr schön. So, wie geht's Jack? Der ist verarztet. Nikki muss noch verarztet werden. Petra, komm, verarzt mal Niki. Boah, das ist aber auch gerade schon ein bisschen hart hier. Alle am Keuchen quasi, schwer verletzt. So, komm. Okay, sehr schön. Alle verarztet, dann können wir die auf jeden Fall schon mal entsprechend versorgen. Wie geht's Niki? Wird gerade versorgt, alles klar. Und Petra könnte auf jeden Fall auch schon mal gleich hier ins Bett gehen. Moment, nee, das wollen wir gerade nicht. Wir verarzten mal ganz kurz Petra. Die müssen ja die Wurmbehandlung entfernen, beziehungsweise fortschreiten lassen.
Uiuiui, uiuiui. Aber immerhin leben wir noch. Das ist schon mal ganz gut. Ich meine, wenn man überlegt, was die für Waffen hatten, sollte man auch nicht unterschätzen. Okay, Niki ist versorgt. Ich muss es jetzt nochmal alles fünfmal checken hier. Oh, Petra hat gar keine Würmer mehr. Jawohl, Mensch, Petra. Läuft doch. Ach, herrlich. So. Man trägt sich hier. Nee, Moment. Du darfst erstmal ganz kurz dich ins Bettchen legen, Lena. Du hast die ganze Zeit geschuftet. Darfst jetzt auch mal dich ein bisschen ausruhen, ne? So, komm. Lena behandeln. Sonnenfinsternis, natürlich. So, wie geht's ihr? Sehr schön. Läuft doch. Ansonsten, wie gesagt, 11. am Herbst. Wir haben also quasi fast Winter. Und generell Stromversorgung ist noch nicht sichergestellt. Und Jack braucht auch noch gefühlt 100 Jahre, bis er sich erholt hat. Oje, oje. Ja, und wenn die alle wieder auf den Beinen sind, müssen sie erstmal wieder anfangen zu putzen. Das ist ja auch schon mal gar nicht so unwichtig. Und ich hoffe, dass ich die tatsächlich hier irgendwie überzeugen kann. Das wäre ziemlich cool. Das stellen wir gleich mal ein. Freilassen, Anwerbungsgespräch. Schwierigkeitsgrad der Anwerbung 95. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet. Also insgesamt. So, der hat 79. Ich denke mal, wir haben dann quasi eine 5% Chance, dass es funktioniert. Naja, wir gucken mal. Ne? Die anderen können wir ja schon mal begraben dann demnächst gleich. Präzisionsgewehr, das nehmen wir gleich mal mit. Warte mal kurz, wo ist denn hier? Hier oben liegen auch Klamotten rum. Die müssen begraben werden, die Typen. Gewehr freigeben, Granaten freigeben, alles freigeben hier. Ja, das ist Jacks Waffe. Das Gute ist, wir haben zwei Sturmgewehr. Nee, Quatsch, ein Sturmgewehr und ein Präzisionsgewehr. Das ist schon mal richtig geil. Und noch eine schwere Maschinenpistole. Jawohl, läuft. Luciferum. Okay, das müssen wir irgendwie loswerden, das Zeug. Nicht, dass sich einer Drogen reinpfeift. Denn ich glaube tatsächlich, dass die Abhängigkeit oder die Chance, abhängig zu werden von dem Zeug, extrem hoch ist. Oh, der wird schon mal gefüttert. Sehr schön. Ja, dann kann sich ja Petra dann rein theoretisch gleich direkt um das Rekrutieren kümmern. In erster Linie, denn im Winter kann sowieso kein Ackerbau betrieben werden. Das ist schon mal ganz gut. Läuft. Okay, mir fehlt natürlich jetzt erstmal ein Bett. Ach, Moment, das ist hier drüben noch freigegeben. Alles klar. Sehr schön. Mann, Mann, Mann. Das war ja schon eine harte Sache hier. Aber gut gemeistert, Freunde. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Schon mal sehr schön. Ja, die Macht der Community, sage ich nur, ne? So. Arcades kocht hier die ganze Zeit. Was hat er denn noch eigentlich so für Eigenschaften? Er könnte ja Leute versorgen, ist aber, glaube ich, gerade aktuell gar nicht notwendig. Aber das wäre schon mal ziemlich cool, wenn wir die beiden kriegen. Das sind echt relativ gute Kämpfer, beziehungsweise gute Bereicherung für die Kolonie. Hier Konstruktion wäre ziemlich geil. Mediziner da auch ziemlich hoch. Das ist schon mal sehr schön. Nahkampf. Und vor allem hier auch Nahkampf und Fernkampf. Kann zwar sonst nichts, aber als Jäger taugt er immer noch. Von daher alles super. Und Lena schläft auch. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht irgendwie noch ein Überfall kommt. Ey, das wäre echt so ungünstig. 226 Silber, sehr schön. Das holen wir uns auf jeden Fall demnächst mal. Na, wie geht's denn hier? Erholen die sich langsam? Ja, irgendwie erleiden meine... Oh, Lena hat sich sehr gut erholt im Moment. Also wieder alles kuriert, so wie es scheint. Auch keine bleibenden Schäden davon getragen. Sehr schön. Lena schlägt sie echt tapfer. Neuer Liebhaber. Arcades und Lena haben sich gefunden und sind jetzt Geliebte. Aha, aha. Aha, aha. Ja, Mensch. Dann müssen wir natürlich demnächst hier gleich mal noch ein neues Bettchen bauen. Machen wir das doch mal direkt gleich so. Doppelbett.
schwupp. Wenn der Jack wieder auf den Beinen ist, kann er das auch in Angriff nehmen. Dauert allerdings, glaube ich, noch ein Eckchen, bis der wieder laufen kann. So wie der quasi Wunden erlitten hat. Ansonsten, ja, Nikki entwickelt sich auch langsam, verliert immer mehr Körperteile, aber irgendwie, naja, was ist denn hier? Zusammenbruch. Smoke Leaf nimmt Drogen. Was? Nikki Drifter nimmt Drogen. Ja, okay. Wolltest du denn Drogen hier, sag mal? Ah, hier oben liegt ja was, aber wo zum Henker? Wolltest du denn die Drogen hier? Hä? Hallo? Ah, okay, also tatsächlich die Dinger. Auch Blood Joint. Ja, die konnten wir leider noch nicht verbrennen. Ich hoffe mal, Forschung abgeschlossen, sehr schön. Ich hoffe mal, dass es nicht gleich direkt zur Abhängigkeit führt. Das wäre extrem ungünstig. Nikki hat ja so schon eine Alkoholabhängigkeit. Da passt ja die Drogenabhängigkeit jetzt nicht auch noch dazu. Also eigentlich passt es schon dazu, aber ne, einmal am Arsch, richtig am Arsch. Und Drogenherstellung, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall erstmal das Ding. Geothermale Energie. Energie ist immer gut. Oder Feuerbestattung, damit wir gleich Leichen verbrennen können. Ne, ich glaube, wir brauchen erstmal mehr Energie oder bessere Energieversorgung. Boah, ey, schön die Bude vollgequalmt. Da ist ein Penny noch hier drin, Lena in Arcades wahrscheinlich und Petra direkt daneben. Wahrscheinlich werden die alle gleich mit Drogen abhängig. Jawoll, ey. Ah, Mann, ey. Bewegen minus 30, Bewusstsein minus 30, Schmerz minus 20, okay. Hungerrate plus 130, oder generell 130%. Was stand da gerade mit Church? Gar nicht gelesen. Ja, das dauert hier noch ein Eckchen, bis die alle wieder auf dem Dampfer sind. Ich würde trotzdem sagen, das soll es erstmal schon mal gewesen sein für diese Episode. Ich sage danke fürs Reinschauen, drückt mir die Daumen, dass das hier was wird mit Church und seht zu, damit wir neue Mitglieder für die Kolonie bekommen. Quasi. Und ja, dann lasst mir ein paar Kommentare da, wenn es euch gefallen hat. Auch gerne ein paar Likes und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.